Regionale Nachrichten in 100 Sekunden. Präsentiert von der Aargauischen Kantonalbank, Ottos Sportoutlet Oftringen, Möbelberger Oftringen und der HR Mohr Sennhof Garage in Rotrist. Grüezi miteinander aus dem Newsroom vom Zofiger Tagblatt zu 100 Sekunden. Kurznachrichten aus der Region im Überblick. Das Bezirksgericht Zofingen hat einen 43-jährigen Mann zu 30 Monaten Gefängnis unbedingt verurteilt. Er hat an seinem Göttibub mehrfach sexuelle Handlungen vorgenommen. Die Freiheitsstrafe wird aber aufgeschoben zugunsten von einer ambulanten Massnahme. Der Mann muss in Therapie. Am 28. November wählt Zofingen einen neuen Stadtamme oder erstmals eine Frau Stadtamme. Im Rennen sind Christiane Guyer und der Peter Siglist. Im ZD-Talk sagen die beiden, warum sie Amme werden wollen. Und für viele bin ich der Sigi, der eine Beiz führt. Und viele wissen natürlich nicht, was ich vorher gemacht habe. Wenn ich zurückschaue, habe ich Führungserfahrung. Mache ich seit etwa 30 Jahren. Meine erste Führungserfahrung, wenn ich zum Beispiel aufzähle, was ich alles schon gemacht habe, vielleicht kann ich einen Überblick gewinnen über mein Leben vorher. Ja, als Junge durfte im Militär, bin ich das erste Mal in Kontakt mit Führung. Beim Entscheid, ja, zu kandidieren, habe ich mir die Frage gestellt, was braucht es denn eigentlich für Kompetenzen auch für das Amt? Das ist einerseits die Führungskompetenz, das ist aber auch die Sozialkompetenz, es ist das Organisationstalent, es ist die Liebe oder das Interesse an den Menschen. Dass Kinder auf dem Pausenplatz Spiele spielen, ist an sich nichts Neues. Doch in Anlehnung an die koreanische Netflix-Serie Squid Game werden die Verlierer neu beleidigt, ausgrenzt oder sogar verprügelt. Zentralschweizer Schulen sind darum alarmiert. Was Schulen und Experten zu dem sagen und weitere News aus der Region, geht es in der gedruckten Ausgabe vom ZT und auf zofingertagblatt.ch. Ade miteinander. Informiert in 100 Sekunden. Aktuelle regionale Nachrichten direkt aus dem ZT Newsroom ist Ihnen präsentiert worden von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Möbelberger, der Inneneinrichtungsspezialist in Oftringen für Möbel, Bettwaren und Vorhänge. Ottos mit dem Sportoutlet in Oftringen, grosse Marke zum kleinen Preis. Und der HR Mohr Sennhof Garage in Rotrist. Ihre Fortvertretung kompetent und sympathisch.